Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter. Wir sind, oder ich bin gerade in die Welt erst rein. Was ich mir noch schnell hole, ist der Anmeldebonus. Oh, wir kriegen sogar eine große Fassbombe. Und wir sollen mit dem Anführer des Feldzugs reden. Hey, willkommen zurück. Wir sind mit der Sicherung der Basis fast fertig. Wir müssen nur noch eine Sache erledigen. Ganz genau, dein alter Kumpel, der Anjanat. Bevor wir versuchen, den Sora Magdaros zu fangen, müssen wir diesen Anjanat erlegen. Er darf uns nicht in die Quere kommen. Das ist ein starker Gegner. Sei auf der Hut. Ach ja, und der Koch hat noch gesagt, dass im Essen vor der Jagd ab sofort außergewöhnlich viel Protein ist. Was immer das auch heißt. Meinte, das würde dir bei der Jagd helfen. Wie dem auch sei, schau nachher mal in der Kantine vorbei, dann wirst du schon selbst sehen. Ein so starkes Monster wie der Anjanat wird nicht einfach zu erlegen sein. Denk an alles, was du gelernt hast. Halte nicht zurück! Dieses Ziel hat oberste Priorität. Setz alles ein, was du zur Verfügung hast und hau dem Kerl ordentlich eins auf die Mütze. Es wird Zeit, den Schutz der Basis abzuschließen. Ja. Hey! Wie ich sehe, hast du ein paar Spezialwerkzeuge erhalten. Verschiedene Spezialwerkzeuge können bei Quests auf unterschiedliche Weise nützlich sein. Vergiss nur nicht, sie auszurüsten. Du kannst sie in der Ausrüstungstruhe wie andere Ausrüstung auch verwalten. Auf einer Quest kannst du Spezialwerkzeuge auf die gleiche Weise verwenden wie Objekte. Erstmal ist deine Ausrüstung alles, was wir dir geben können. Mehr wird aber wohl noch kommen. Aufregend, oder? Gut. Warum gehe ich hier eigentlich lang? Wie gut ist eigentlich unser Wissen über den Anjanat? Stufe 1. Der Schwanz ist abtrennbar und der Kopf ist brechbar. Am besten funktioniert im Wasser. Halt Schmiede. Da können wir gleich mal nachgucken, ob wir schon was mit Wasser machen können. So, Ausrüstung schmieden, Waffe, Energieklinge. Auf den Baum wechseln und ja, wir haben Wasserwaffen. Den Jura-Todus-Baum. Die kennen wir noch nicht, aber die Murenklinge. Aktuell haben wir die Elite-Kommissions-Axt schon. Das heißt, ich brauche nochmal eine Erzwaffe. Ja, die möchte ich ausrüsten. Dann möchte ich gerne die ausgerüstete Waffe verbessern. Wir können auch gleich auf den Jura-Baum. Und nochmal verbessern können wir nicht, denn dafür brauchen wir noch was vom Jura-Todus. Das bedeutet, ich möchte einmal in den Handelshof, denn der Anjanat, der ist halt wirklich ein Gegner, den sollte man nicht unterschätzen. Deswegen möchte ich mich auf den mal so gut es geht vorbereiten. So, nee, nicht Beutezüge, Untersuchungen. Sortieren, Ziel. Ich habe gar keine Jura-Todes-Sachen. Na gut. Dann zum nächsten Punkt. Was ist gegen den Jura-Todes gut? Theoretisch Wasser, aber oder Donner. Was auch gut funktioniert, ist Betäubung. Und wie ihr rechts bei den Elementen sehen könnt, der Jura-Todus kann sich mit Schlamm bedecken. Daraufhin ist er anfälliger gegenüber Wasser, weil man den Schlamm runterspülen kann. Aber Donner bringt nichts mehr, weil der Schlamm isoliert. Andererseits ist es so, wenn man den Schlamm entfernt hat oder der sich abgelöst hat, dann ist Donner wiederum sehr effektiv, aber Wasser halt nicht, weil ist halt ein Fisch. Aber Betäubung funktioniert immer.
Jetzt haben wir eine Wasserwaffe. Das heißt, die wäre nur gut bei Schlamm. Schauen wir mal, ob wir eine Betäubungswaffe zusammenzimmern können. Ist das hier Betäubung? Nein, das ist Donner. Lähmung. Felgernotizen. Welches Zeichen ist das? Die Sterne. Also weder Lähmung noch Donner. Lähmung würde halt ein bisschen was bringen. Jetzt halt die Frage, was ist die nächstbeste Donnerwaffe, die wir hinkriegen? Das heißt, Knochenbaum. Verbessern. Da auf Donner können wir gehen. Oder was Lämmen? Feuer nach. Warum merke ich mir das nicht? Ja, Donner. Wollte ich haben. Wie schlägt sich deine Ausrüstung? Die schlägt sich eigentlich ganz gut. Nein, das war's. So, hier fehlt uns noch ein Erz, was wir noch nicht kennen. Und Tobi Kadashi Clown. Und ich glaube, das ist ein Machalit. Was uns. Obwohl, Machalit müssten wir kennen. Das ist also irgendein anderes Erz, was wir noch nicht kennen. Das heißt, ich werde es einfach ganz stumpf machen. Da Ausrüstung ändern. Und wir gehen einfach auf eine Expedition in den uralten Wald. Und suchen uns einfach ein paar Fußspuren. Gehen wir auf Spurensuche und da hinten sehe ich ihn schon laufen. Das Witzige ist, wenn ich ihn jetzt erlegen würde, dann würde mir das nichts bringen. Weil ich halt die Quest nicht angenommen habe. Ah hier, der Schleim. Ich hätte gerne eine Schuppe von ihm, dann könnte ich meine Waffe aufwerten. Du hast mich nicht gemerkt. Ah,
ganz frisch rangerotzt. So mag ich meine Spuren. Frisch. Fußspuren, hier hat er hingekackt. Das Schöne ist, mit diesen dummen Kapseln kann man halt Monster verscheuchen. Außerdem habe ich mir für die heutige Aufnahme sogar ein Gesprächsthema mal bereitgelegt. Und zwar geht es mir um das Thema Lebensziele. Oh, perfekt, wir haben eine Schuppe bekommen. Genau das, was ich brauche. Jetzt kann ich meine Waffe aufwerten. Immer schön mit dem Kopf durch die Wand. Ah, und gleich eine Untersuchung hinzugefügt. Er ist hungrig. Einen Giftpilz. Habe ich jetzt natürlich keinen. Jetzt holt er sich ein Jahrgras. Ein Gift- oder Lähmpilz wäre jetzt nicht schlecht. Oh, jetzt geht's los. Ja, jetzt hast du mich gesehen, ne? Mehr. Ey, wieso hat er sich nicht verheddert? Au. Aha. Auf eine Fluchtchance. Die ergibt sich bestimmt. Oh. Schönen guten Tag, Herr Puke Puke. Oh, weg da. Los, Puke, vergiften ihn.
Das Problem ist, meine Kopfhörer sitzen aktuell immer mal aus. Die Funkverbindung ist nicht allzu gut. Oh. Das hat ihm nicht so sehr gefallen. Ja, komm ran. Schön mit der Explosion hoch. So einfach Mais hier nicht. Scheiße, Gras. Nein. Ich pack das Ding weg. Durchladen. Hier, ihr kommt jetzt mal alle weg hier. Immer diese Jagras. So, Leben sagt, sieht noch gut aus. Ja, das Thema Lebensträume, beziehungsweise, ich sag mal, große Ziele. Und damit meine ich jetzt nicht sowas wie, oh, ich will ein fettes Auto haben. Weil das ist rein theoretisch nur Geld. Oder generell sowas wie, ja, ich will viel Geld haben. Sondern halt, sag ich mal, Sachen, die man sich aufbauen muss, die man sich richtig erarbeiten muss. Klar, ein großes Auto muss man sich auch erstmal erarbeiten. Man muss ja das ganze Geld zusammensammeln und alles. Aber zum Beispiel sowas wie ein Haus selber bauen oder was könnte man noch nehmen? Ja, sowas wie selber bauen oder anderes Beispiel, ein Auto selber zusammenschrauben. Sich ein altes Auto kaufen und das dann selber auftunen, dass es ordentlich fahren kann, keine Ahnung. Hier so ein BMW 2er, 3er, sowas. Vom Schrottplatz holen. Sei eigentlich in der Verschrottung, aber man fängt dann an, selber daran rumzuschrauben. Sowas meine ich damit. Oder was halt ein Traum von mir ist, eine eigene Firma gründen. Beziehungsweise halt hier den YouTube-Kanal aufwachsen sehen. Hier ist eine Bitkolonie. So ein paar Punkte sammeln. Das sind halt so Träume, die ich momentan habe, wo ich aber halt nicht weiß, wie gut werde ich die erfüllen können. Weil eine eigene Firma ist halt ein riesiger Schritt im Leben. Klar, Selbstständigkeit ist was Schönes. Wenn man weiß, oh, ich habe jetzt gerade keinen Bock zu arbeiten, dann mache ich es halt nicht. Das ist schon cool. Aber man muss halt auch gucken, dass man das nicht immer machen kann. Nur wenn man selbstständig ist, heißt das nicht, dass das Geld von alleine kommt. Warte, was will ich hier? Da. Ich will zurückkehren. Ich hab, was ich wollte. Ja, und mich würde halt auch mal interessieren, was sind so eure Träume?
Und wie gesagt, halt nicht sowas wie, ich will ein fettes Auto oder, keine Ahnung, ich will mit 20 Frauen schlafen. Keine Ahnung, vielleicht auch 20 Männer, je nachdem. Kommt auf euer Geschlecht und auf eure Mentalität drauf an. Aber halt, wollt ihr auch eine Firma gründen, wollt ihr einen Verein aufmachen? Halt einfach so eure großen Träume, die ihr verwirklichen wollt, wo ihr denkt, dass das was Besonderes ist. Für manchen ist es was Besonderes, wenn er im Rollstuhl sitzt und sagt, ich möchte zu meiner Hochzeit laufen können. Beziehungsweise, ich möchte, um den Antrag zu machen, aus dem Stehen auf die Knie gehen, um meiner Freundin den Antrag zu machen, obwohl man im Rollstuhl sitzt und querschnittsgelähmt ist. Das sind auch große Träume. Und nicht jeder wird das schaffen können. Aber ich habe halt schon von Leuten gehört, die das können. Und auch gemacht haben. Und vor denen habe ich allergrößten Respekt. So, jetzt haben wir sogar blaue Schärfe schon. Ja, und bei meinen Träumen gibt es halt, sag ich mal, vier Sachen, wo ich sage, das wäre ziemlich cool, wenn ich das hinbekommen würde. Nur die Sache ist halt die, vier Träume in einem Leben zu verwirklichen, ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Denn ich möchte einmal... Ach ja, stimmt, wir haben ja die Kantine... Oder nicht wir haben, sondern die Kantine wurde verbessert. Nur so eine richtig schöne Gemüsecremesuppe mit Fleisch. So, das nehme ich mal ein Stück Schinken. Das dauert doch auch Tage, bis das durch ist. Ah, Chefkochgericht. Vier Zutaten, plus 40 Gesundheit, plus 16 für den Palico und 25 mehr Ausdauer. Das klingt doch nach einem Essen. Oh, sieht das gut aus. Und so schön saftig. So, erjagen wir uns einen Anjanat. Ja, meine vier Träume sind... Also, erstmal zu meinen Hobbys. Halt, Gaming, klar. Daher kommt der Traum mit... Oberste Priorität hat der Schutz unserer Basis, indem wir den nahenden Anjanat ausschalten. Nutze alles, was du zur Verfügung hast. So läuft der Hase hier in der neuen Welt. So, erstmal alles mitnehmen. Ihr seid durch Gaming der YouTube-Kanal. Dann halt die Zerspanung. Halt drehen, fräsen. Wobei es dort mehr das Drehen ist. Beziehungsweise schleifen und polieren. Was ich dann noch als großes Hobby habe, ist halt Airsoft. Da habe ich halt einigen, oder ich denke mal ein paar von euch, die Software kennen, wird der Name Novridge etwas sagen. Da habe ich halt die SSP-1, was eine Gaspistole ist. Dann die SSE-18, welche ich zweimal habe. Halt schön G18 Akimbo. Ich hätte vielleicht vorher noch meine... zu der... Forschungskommission gehen sollen. Naja. Ja, halt die SSE-18, halt eine Glock 18, elektrisch in vollautomatisch. Ich werde doch vielleicht später mal noch ein Video machen zu meiner gesamten Ausrüstung. Und dann halt auch mal an einem Spieltag
das Ganze mit aufnehmen, aber dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Ausrüstung. Also was die Videotechnik angeht. Dann habe ich die SSR-4, was halt ein halbautomatisches Sturmgewehr ist. Und die SSG-10, ein Scharfschützengewehr. Das ist die Ausrüstung, die ich momentan habe, die auch wirklich funktioniert. Dann habe ich noch eine L85, aber da ist momentan das Hop-Up, was der Kugel einen Rückwärtsdrall verpasst, kaputt. Streunus. Ah, wollte ich gerade aufheben. Oh. Dass die Rüstung nicht klappert. So ein Riesenstein und das Vieh ist nicht tot. Das schmeißt sogar noch mit einem Großjahrgras nach rein. So. Nein, die Explosion ist am Jahrgras hängen geblieben. Au. Da hat man es gerade zumindest kurz gesehen. Wenn die Klinge rot leuchtet, dann hat man kaum noch Durchschlag. Man sieht es halt an den, sag ich mal, Lampen an der Klinge. Leuchten sie gelb, hat man schon genug Energie gesammelt. Leuchten für 3 Flaschen oben links. Leuchten sie rot, kann man alle 5 auffüllen und wenn die Klinge glüht, dann ist man halt überladen und hat keinen Durchschlag mehr. Ja, und wegen dem Hobby Software habe ich halt auch unter anderem vor, eigene Softwarewaffen zu entwickeln bzw. zu basteln. Erstmal nur die Außenhülle und dann vielleicht später auch halt mit dem Tuning, dass man dort halt eventuell seine eigene Software-Reihe aufbaut. Software-Waffenreihe. Hier sind nicht zufälligerweise Pilze in der Nähe. Nein. Ja, das macht jetzt Feuerschaden. Revierkampf. Ah, Ratian. Oder Ratterlos? Nein, das ist der Ratterlos. Die Monster bekämpfen sich gegenseitig? Vielleicht können wir das ausnutzen. Das Schöne ist, der Ratterlos kann halt einfach mal einen Anjanat anheben. Ja, ich bin schon weg. Tschüss.